Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, und ihr habt vielleicht im Thumbnail gesehen, welches ist im Moment die wohl am meist benutzte Truppe. Ich glaube, also das ist jetzt nur meine Meinung, ich glaube, es sind die Heiler. Denn kaum eine Angriffsstrategie ohne Heiler. Und ich glaube, die sind auch im Moment, viele sagen, die Heiler sind ziemlich OP im Moment, also ein bisschen overpowered. Denn, ja, also sie sind eigentlich aus vielen, vielen Taktiken nicht wegzudenken. Und auch wenn man sie so setzt, wie hier der Spiker, da ist mir das mal ganz, ganz besonders aufgefallen. Der hat die erst dann gesetzt, als die Queen Schaden bekommen hat. Damit war er ganz, ganz sicher, dass die Heiler voll auf die Queen gehen. Denn die Heiler gehen natürlich immer auf die Truppe, die in der Nähe Schaden bekommt. Ein bisschen doof ist es dann, wenn du eine Kombination hast mit Golems vor allen Dingen drin und die Heiler schwenken dann auf den Golem, der, das kennt ihr sicherlich ohne Ende. Die Heiler heilen dann so einen Golem tot, der irgendwo so an so einer Mauer packt und die anderen Truppen laufen dann irgendwo hin, kriegen Schaden, sind leider aus der Range des Heiler oder der Heilerin und deswegen ist das dann ein bisschen schade. Also bei Golem-Angriffen würde ich mal ein bisschen aufpassen mit den Heilern, denn die schwenken immer mal ganz gerne, denn der Golem zieht natürlich extrem viel Feuer auf sich, bekommt also Schaden und wenn Heiler dann in der Range sind, dann schwenken die gerne mal auf so einen Golem. Das wisst ihr aber selber. Aber ich denke mal, im Moment ist es die meistgenutzte Truppe, glaube ich, bei ganz, ganz vielen Strategien. Also ich habe heute mal ein, zwei Angriffe mal wieder ohne Heiler gesehen. Geht natürlich auch, gar keine Frage, aber ich denke mal so ab Rathaus 9 mit so 5er Queen, 10er Queen, ah, dann nimmst du die schon mal mit, ob du jetzt Päcker heilst, Riesen heilst oder so wie hier, hier werden komplett die Helden hochgeheilt. Das habt ihr jetzt gesehen und jetzt kriegt natürlich der King wird jetzt erstmal richtig aufgeladen, alle anderen beiden Helden sind ja oben und es gibt ja keinen Schaden mehr hier, es gibt ja jetzt keinen Schaden mehr. Hier unten sind noch zwei Kobis, ja, die kann man auch mitnehmen, aber mir ist aufgefallen, der Spiker ist noch gar nicht maxed out, denn er hat die Kobolde noch nicht auf max. Das geht ja eigentlich gar nicht. Also hat die Kobis, die beste Truppe in Clash of Clans, hat er nicht auf max Level. Naja, ihr wisst ja, die Kobolde sind meine persönlichen Freunde und die sind man, viele scherzen auch, es sind die grünen Totos, aber naja gut. Also echte 100% hier war auch kein Zeitproblem oder so, aber ihr seht das mit den Heilern, wie gesagt, wenn die keinen Beschuss kriegen und gut durchkommen, ist das schon ziemlich, ziemlich lecker. Das war übrigens der Clankrieg, den wir leider ganz, ganz knapp verloren haben vom Vortag, aber ich habe noch einen Angriff, glaube ich, jetzt aus dem Laufen. Ich muss mich mal eben orientieren. Jo, hier haben wir auch Heiler drin. Andi auf die Nummer 15, also Rathaus 12 auf Rathaus 12. Und der Kollege hat den Pass auch schon fertig. Ich habe meinen noch nicht ganz fertig. Die machen wir aber fertig in der Folge. Denke ich mal, dass ich dann auch die Gladiatoren-Königin habe. Bin ich auch schon sehr, ich meine, ich bin ja nicht gespannt drauf, aber dann habe ich den Pass endlich fertig und muss mich dann eigentlich nicht mehr um diese ganzen, um diese komischen Events kümmern, muss ich mal so sagen. Denn einige Events, die, ich habe da keinen Bock drauf, überhaupt keinen Bock drauf. Aber auch hier seht ihr es, die Heiler mit reingeschickt. Hier ist keine einzige Luftabwehr. Im Moment gibt es natürlich einen nervenden Püster da, also einen Luftfeger, der die natürlich jetzt immer wieder ein bisschen wegschiebt. Das ist aber nicht schlimm. Schade, dass nicht alle Packies hier mit rein sind. Aber ich meine, wenn dann ein paar außen rumgehen, ist das ja auch nicht so schlimm. Ich meine, außen gibt es ja auch Prozente. Womit kannst du sie besser holen als mit dem Bäcker? Vor allen Dingen, wenn er noch in Heilung ist. Jetzt ist endlich der Luftfeger da weg. Und ihr seht das, die kriegen immer noch keinen Beschuss, die Heiler. Also das ist echt eine starke, starke Truppe, glaube ich. Heiler, glaube ich, ist im Moment wirklich eine kleine OP-Truppe. Und wenn es gibt hier keinen Schaden, also ich bleibe jetzt mal ganz, ganz bewusst hier so ein bisschen auf den Heilern drauf, wann die das erste Mal überhaupt Schaden kriegen. Und die heilen hier eine Truppe nach der nächsten durch. Ich meine, die schwenken natürlich durch. Das kann man dann manchmal eher sehr schlecht erkennen. Wo sind sie denn gerade drauf? Machen sie gerade ein Skelett, was gerade tot geht? Oder machen sie denn doch ein paar Bowler oder vielleicht nicht sogar einen Helden? Oder hier die Päckerdame. Und dann geht das hier Stück für Stück geht das hier wieder durch. Jetzt kriegen die das erste Mal Beschuss von einer Luftabwehr, war es eine Mine, aber jetzt kriegen sie natürlich Beschuss von der Luftabwehr und das ist auch deren größter Feind, also Luftminen und
Luftabwehren, und sobald die dann auch weg sind, merkt man dann auch, dann wird auch ein Angriff ziemlich schnell mal dünn, denn dann, na, dann ist da nichts mehr, was jetzt heilt, gar keine Frage. Aber hier außen seht ihr, Packers haben hier schön Cleanup gemacht mit der Bogenschützenkönigin. Und da gibt es auch, ich hätte fast gesagt, da gibt es auch kein besseres Pärchen, denn so ein bisschen, die Queen ist immer ein bisschen, die Queen ist immer ein bisschen schneller als die Packer-Dame, die schlägt immer ins Leere. Auch nicht schlecht. Denkt sich wahrscheinlich auch immer, na, wer macht denn das da? Hör mal auf da jetzt. Ei, wie knapp wird das? Ei, 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 wie knapp wird das? Hier gibt es jetzt kein defensives Gebäude mehr, okay. Und 21 Sekunden noch, 18, 17, oh. Aber ja, okay, wenn die sich dann erstmal nach außen prügeln, aber sie sind auch sehr langsam. Sie sind auch sehr langsam. Heiler haben wir jetzt immer noch dabei, immer noch ein Heiler dabei. Und ich glaube ja, wenn man Heilzauber schmeißt, dann werden auch die Heiler geheilt. Heiler heilen geht auch, aber die, ich meine, sie muss jetzt keinen mehr aufladen. Leider sind es nur 98% vom Andi geworden, aber trotzdem, glaube ich, guter Angriff. Aber habt das gesehen, die Heiler sind wirklich, wirklich eine Spitzentruppe. Deswegen habe ich die jetzt auch wieder in meiner Farm an mir eingebaut. Ja, CK ist in Ordnung. Schauen wir mal, was wir daraus machen. Ich bin an diesem Wochenende, ich bin jetzt, glaube ich, das allererste Mal mit keinen meiner Charaktere überhaupt mal in einen Clankrieg. Dadurch, dass ich am Samstagmorgen ja die Reise kurz mal nach Dortmund antrete. Ich meine, ist ja nicht weit von hier, aber ich habe dann so ein bisschen Sorge gehabt, dass ich im Tag überhaupt keine Angriffe mache mit meinen ganzen Charakteren. Und deswegen habe ich mich tatsächlich mal mit allen etwas roter gestellt. Tut ja auch mal ganz gut, so eine kleine Clash of Clans Pause, glaube ich. Kann mal jeder haben. Wow, gerade beim, ich bin gerade dabei, Pokale zu droppen hier, und dann treffe ich hier plötzlich auf so einen Gegner. 900.000 Elex, ich brauche ein bisschen Elex, tut einem ja immer gut. Alter Falter, ist das eine fette Base, Donnerwetter. Da nehme ich auch mal eine Karre, glaube ich. Ich meine, die Base ist nicht fett, sie ist echt super low-def, aber immerhin drei Infernos. Okay, die kann ich irgendwie, schätze ich mal, aufhalten. Wir gucken mal, ob der Kollege irgendwas in der Klanburg hat. Das sieht aber nicht so aus, Alter. So viele Ressourcen, so eine arme Base. Ich meine, er hat alle Mauern. Er hat mehr Mauern als ich. Ich würde sagen, der hat sogar alle Mauern. Aber diese Lodev hier, warum macht man sowas, Leute? Warum macht man sowas? Es ist mir echt immer ein Rätsel. Es ist mir wirklich ein Rätsel, warum man sich solche Sachen antut hier. Naja gut, das muss der Ersteller denn selber wissen. Ich meine, okay, er hat gute Mauern, ne? Das muss man dazu sagen. Und vielleicht findet er die Base ja auch ganz schick. Also so nach dem Motto, ah, das passt so, die Farben passen ganz, ganz gut zusammen hier zu dem Low. Magierturm beispielsweise, so zu den Mauern, das kann man ja mal so machen. Okay, dann nehmen wir hier mal die riesigen Riesen mit rein. Einmal die Bowler hier ein bisschen gesetzt. Ich nehme hier ruhig mal so ein bisschen im Halbkreis. Und dann geht es hier mit unserer Truppe jetzt in die Base rein. Hier ist ja nichts mehr. Habe ich gar keine Karre gesetzt? Ah doch, ich dachte gerade, ich hätte gar keine Karre gesetzt. Das ging ja gar nicht. Okay, dann fahren wir hier mal durch. Ich bin ja ganz, ganz lame hier mit einem ganz, ganz lahmen Zauberzugang im Moment. Wo sind meine ganzen Truppen eigentlich? Leute, wo seid ihr? Ah, da sind sie. Okay. Einmal hier in Wut rein. Das muss jetzt durch die Mitte da reingehen. Ich wollte eigentlich meine Bogenschützen hier alle so setzen. Die müssen hier noch so ein bisschen außen, glaube ich, holen. Aber vielleicht gehen auch ein paar noch rein. Ah, ein paar gehen rein. Okay. Ein paar finden jetzt den Weg auch noch rein. Das ist super. Und mal sehen, was wir hier noch verschlimmbessern können. Einmal vielleicht hier durchgeheilt. Mal gucken. Das ist auch ein Single Inferno dort. Wo ist denn eigentlich mein Borden? Ah, der Dick ist jetzt gerade nicht in der Aura drin. Das ist natürlich ein bisschen doof. Okay, ich habe das Event übrigens fertig. Das habe ich gestern im Stream fertiggestellt. Oh ja, ist ja ganz durchwachsen. Passt so. Na, so kann man es machen. Ich suche mir natürlich extra Events, damit ich jetzt noch die letzten Riesen-Events hier schaffe, wo ich auch so Bases schaffe. Und die war jetzt, sie hatte gute Mauern. Sie hatte ganz gute Mauern, aber ich muss es leider mal so sagen. Mehr leider auch nicht. Okay, jo. Das passt, glaube ich, so. Oh Scheiße, das war der verkehrte. Ich habe gerade mal in der Aufnahmesoftware was reinbringen wollen. Das war natürlich gerade der verkehrte Schalter, wie immer. Passt so. Also super Sache hier mit dem Bartsch-Gefarme. Und auch da habt ihr gesehen, ich nehme auch die Heiler mit. Im Moment nehme ich diese Bartsch-Armee, weil es einfach nur billig und schnell ist.
Mit schnell meine ich durch den Pass natürlich. Ich will jetzt nicht den Pass bewerben, aber durch den Pass laufen die Truppen hier natürlich super, super schnell durch. Also vor allen Dingen kann ich euch sagen, es sind natürlich Kobolde, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie schnell die Kobolde hier fertig sind. 5 Sekunden. Okay, 5 Sekunden. Ich glaube, die anderen Truppen noch, ja, 4 Sekunden. 4 Sekunden deswegen, also 5 Sekunden, die gehen relativ schnell. Und allerdings brauche ich noch ein, zwei, drei Sterne hier. Die machen wir aber, die hole ich mir gerade ein bisschen offline. Gute Lotstunde erwischt. Alter, ist das Loot. Meine Herren. Karre, Karre, Karre bräuchte ich eigentlich nicht wirklich, aber ich habe keinen Mauerbrecher dabei. Ich habe die Mauerbrecher nicht dabei, aber ihr seht, ich habe schon wieder Heiler dabei, ja. Vielleicht könnt ihr mir das in die Kommentare schreiben, ob ihr auch sehr, sehr viel mit Heilern vor allen Dingen farmt. Je nachdem, in welcher Liga man auch steckt. Ich meine, ich bräuchte das hier nicht. So eine Base, die schaffe ich auch mit den Kobolden. Zumindest, wenn es darum geht, den ganzen Loot abzugreifen. Aber das ist ja doch schon. Das ist doch schon ganz schön viel hier, würde ich sagen. So, wo ist denn das Rathaus? Ah, da, alles klar. Ich dachte gerade, oh, die Queen geht zwar ganz woanders her, aber ich erwarte jetzt nicht, dass der knackige Clanburg-Truppen hier drin hat. Vielleicht ja doch. Ihr wisst, mit meinem Zweisocken bin ich da ja schon mal ziemlich derbe auf die Nase gefallen. Wir machen mal hier auf, glaube ich. Ja, ich bin ein echter Fuchs. Da seht ihr es wieder, der Toto ist ein echter Fuchs, ne? Der Toto ist ein echter Fuchs. Die Karre fährt hier so gemütlich durch diese Low Base. Aber er macht sich das trotzdem hier auf. Die nutze ich im Moment, weil ich mit den ganzen Elex vor allen Dingen Mauer mache. Mauer mache, das spare ich so ein bisschen. Es ist nicht viel, aber es ist immerhin etwas. Es ist immerhin etwas. Einmal noch ein paar Barbaren hier zur Bogenschützenkönigin. Und dann können wir uns, glaube ich, auch die restlichen Zauber hier fast mal sparen. Einmal noch den King gezündet. Ich glaube, ich brauche noch einen einzigen Stern gleich. Mal sehen. Das weiß ich nämlich nicht. Einmal den Warden hier gezündet. Alter, sind das viele Truppen hier. Oh, jetzt habe ich fast meinen Magier hier vergessen. Dahin. Dahin der Magier. Und dann haben wir die nächste Base. Hier haben einen, oh, netten Looter. Heieiei, heute Abend habe ich Luck. Ihr bringt mir Glück, kann ich euch sagen. Ich würde sagen, wir recken kurz, dann machen wir noch einen Angriff. Ja, so viel dazu. Wir gucken mal, was er hier so an Fallen hat. Alter, hier ist ja alles verfallt. Da, noch eine Bombe. Krasser Scheiß. Noch eine. Jetzt haben wir es ihm schon teuer genug gemacht. Also das Ganze wiederherzustellen, beziehungsweise man bezahlt ja nichts mehr. Stimmt ja, man bezahlt ja gar nichts mehr. Okay. Dann gehen wir hier mal rein in diese Base hier. Einmal der hier und viermal die Heiler. Viele nehmen auch mal 5 Heiler mit. Die Karre spare ich mir jetzt wirklich mal. Die Karre spare ich mir jetzt wirklich mal. Ich nehme jetzt mal meine ganzen Truppen und jetzt müsste man das gleich unter Umständen sehen, dass die Heiler dann auch mal auf die Riesen wechseln. Halt, ich nehme mal gerade den Dicken mit rein hier. Ihn hier auch mit rein, beziehungsweise vielleicht auch auf den Päcker gehen, je nachdem, denn im Moment sind die, glaube ich, nicht mehr auf meiner Bogenschützenkönigin. So, wir nehmen nicht alles mit rein, glaube ich. Das reicht erstmal. Ja, jetzt kann ich, meine, jetzt kann ich mir ja, ah, nee, ich, ach, ach, guck mal einer an. Der Toto hat seine Erdbebenzauber schon gar nicht mehr mit dabei. Das ist natürlich cool. Dann können wir hier mal unsere Truppen, glaube ich, hier mal heilen. Die nehmen wir hier mal ganz, ganz außer Gefecht, die Queen. Und wo ist unser Dicker? Wo ist der Dicke? Ah, hier unten wird auch noch mal geheilt. Okay. Oh, die machen mir alles kaputt da. Scheiße. Die machen mir das alles kaputt. Ah, ich muss außen schnell noch was setzen. Schnell noch ein paar Trubis außen hier. Einmal da, einmal hier. Am X-Bogen, eigentlich schlecht. Und dann einmal da, ein paar da, ein paar da. Das war's. Ja, das war schon. Ah, geil. Ja, ich weiß nicht, diese Base ist hier. Oh, da ja, außen war noch eine Bombe. Die Bombe schafft noch nicht mal meine Barbaren. Habt ihr das gerade gesehen? Die Bombe hat nicht meine Barbaren gepackt. Okay, ich muss mal noch ein bisschen weiter. Ich will mich noch so ein, zwei Mauern machen heute. Hab jetzt aber schon mal in den Pass hier alles reingespielt, glaube ich. Ich glaube, jetzt ist erstmal mit dem Pass vorbei. 31 Errungenschaften hier unten. Oh, was haben wir denn hier geschafft? Oh, 40 Sterne. Okay, mit den Riesen 40 Sterne. Und wir haben hier die Bogenschützenkönigin erspielt, glaube ich. Jawohl, da ist der Skin. Den claimen wir natürlich. Alles andere claime ich hier im Moment noch nicht. Doch, die Bigger Season Bank, die muss ich in jedem Fall haben. Und dann ist das hier erstmal gewesen, glaube ich, vom Pass. Jawohl, da haben wir sie. Dann wollen wir sie auch umstellen. Wo ist sie? Da. Denn wer sie hat, der will sie auch umstellen.
Grenzwertig, ja, grenzwertig, okay. Wir nehmen die jetzt mal so, alles klar. Dann haben wir den Pass hier fertig, dann kann ich mich jetzt voll auf den Clankrieg hier konzentrieren. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Also schreibt mir mal unten rein. Heiler, beste Truppe im Moment, also die am meist genutzte Truppe, so will ich es eigentlich mal sagen. Ich nutze sie auch. Ich habe jetzt allerdings so ein bisschen was nachgebaut, dass ich hier ein bisschen was spenden kann. Denn wir sind ja aktuell im CK. Ich nehme mal 5 davon, einmal 5, sodass man immer so ein bisschen was voll machen kann. Aber ich nehme auch immer mal gerne mal wieder die Heiler natürlich mit. Keine Frage. Und so ein bisschen zum Füllen hier ein paar Magier. Ja, so passt es. Da habe ich immer so ein bisschen Spendenarmee am Start hier. Und dann bin ich in jedem Fall auch am Ball. Also, nochmal, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir am Ende einen Daumen nach oben da und wir sehen uns am Wochenende, wir sehen uns heute Abend, ihr seht das Video am Freitagmittag, heute Abend auf Twitch und ich glaube auch auf YouTube, Livestream, denn am Samstag gibt es vermutlich keinen Livestream, das weiß ich noch nicht genau, wie früh oder wie spät ich wieder zu Hause bin, aber ich werde so ein bisschen die Local Clash für euch festhalten auf meinem Instagram-Account, mal so das ein oder andere Foto hochladen, mal sehen, was so kommt, wen ich so begegne. Und wie so die Ergebnisse vor allen Dingen sind, mal sehen, vielleicht mal so ein Livestream an, keine Ahnung, vom Handy oder sowas. Muss ich alles mal sehen. Vielleicht habt ihr ja tolle Ideen, keine Ahnung, was man dort und wie man etwas gestalten kann. Aber wir machen das schon. Bis dahin, Clash on, Leute. Euer Toto. Clash.